Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute ein Unboxing und zwar von Foodist und Pamela Reif. Die Pambox 2020 August. Den Monat sollte ich schon dazu sagen. Ich habe mir die Box selber gekauft. Ich habe aber ehrlicherweise, muss ich dazu sagen, ich weiß den Inhalt schon. Aber ich fand ihn so toll, dass ich mir die August-Box quasi nach dem Release, kann man das so sagen, bestellt habe. Und ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Ich habe Stand heute keinen Code. Wenn ich doch einen Rabattcode habe, dann würde ich ihn euch hier verlinken. Dann spart ihr auch ein bisschen Geld. Wie gesagt, ich habe das selbst bezahlt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Unboxing. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr so von so Foodboxen haltet. Und ich muss ja sagen, diese Box zeichnet aus, dass sie nachhaltig ist, zuckerfrei und vegan, meine ich. Demnach perfekt für mich. Also ich esse ja auch überhaupt keinen raffinierten Zucker, außer wenn ich doch mal sündige oder jemand einen Kuchen mitbringt oder so, aber da kann ich dann nicht Nein sagen. Jedenfalls starten wir jetzt einfach mal mit dem Unboxing. An sich muss man natürlich auch schon sagen, das Packaging, die Box ist wunderschön. Happiness Inside, sie ist toll gestaltet. Ihr wisst, ich bin auch ein absoluter Pamela Reif Fan. Für mich ist sie ein totales Vorbild aufgrund ihrer Disziplin. Einfach, also Wahnsinn, ja. Also die arbeitet bis tief in die Nacht und ist so erfolgreich, das zu Recht. Und ja, ich kann nur sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor ihr. Deswegen, bevor ich jetzt weiter ins Schwärmen gerate, fangen wir mal mit der Box an. Ich habe sie, wie gesagt, ich weiß ja schon, was drin ist, aber ich habe sie noch nicht geöffnet. Das machen wir gerne zusammen. Huch, da kommt uns Pam auch schon entgegen. Diese Booklets schreibt sie übrigens selbst. Und hier könnt ihr schon mal einen ersten Blick auf die Box erhaschen. Oh, lecker. Einfach nur geil. So. Hi, Pam. Genau. Das ist die Sommerbox. Demnach sind die Produkte natürlich auch auf den Sommer ja, angepasst und ich fange mit meinem Highlight oder, na, vielleicht, na, es, ich, wie gesagt, ich finde die ganze Box geil, aber das ist schon wirklich ein richtig cooles Produkt und zwar seht ihr hier Bambustücher. Das ist, soll quasi eine Küchenrolle ersetzen. Eine Rolle ersetzt 60 herkömmliche Papiertücher, denn die sind wiederverwendbar und könnt ihr eben waschen. Hier steht auch drauf, dass es Bambustücher sind. Die sind saugfähig, widerstandsfähig und reinigen besser als herkömmliche Papiertücher. Jedes Tuch kann bis zu 100 Mal wiederverwendet werden. Freue ich mich. Nächstes Produkt. Ihr wisst ja, ich bin ja auch so eine, also ich liebe ja Snacken, weil ich ehrlicherweise oft zu faul bin, mir nach einem 10-Stunden-Tag was zu kochen. Also bin ich ganz ehrlich, da lege ich mich ins Bett und mache irgendeine Tüte auf und haue mir was rein. Also ja, ganz ehrlich. Jedenfalls haben wir hier die Weiher Chips und zwar Bohnen. Ich liebe Bohnen. Erbsen, genau, Erbsen und Bohnen sind drin. Also somit ein hoher Anteil an Ballaststoffen. Oh, ihr müsst entschuldigen, ich habe heute schon gearbeitet. Ich bin, oh, jetzt wird es auch langsam dunkel. Jetzt muss ich mich beeilen mit dem Video. Wo haben wir denn die Chips? Jetzt habe ich mir natürlich gerade 2 Teller Dinkelnudeln reingehauen. Das ist jetzt natürlich, sonst würde ich sie mit euch probieren, aber ich zeige euch auf Instagram auch nochmal alles. Und zwar sind die vegan, glutenfrei, nicht frittiert, ohne Palmöl, laktosefrei und proteinreich. Wie gesagt, von Weiher sind die Bean Salt Snack. Und ich liebe Chips, also mit Chips kann sie niemals was falsch machen in dieser Box und das weiß sie auch sicherlich. Dann haben wir einen Tee. Ich bin ein leidenschaftlicher Kräutertee-Liebhaber, muss man sagen. Und es ist ein Kräutertee aus Pfefferminze, Grüntee und Ackerminze von Puka. Und ich weiß, dass sie diese Marke gewählt hat, weil die auch einfach ganz toll, ein ganz tolles Konzept haben. Ich zeige ihn euch nochmal hier so von der Nähe. Das ist auch ein Bio-Tee. Und Puka bedeutet echt authentisch. Also ich finde es ganz toll. Und die Gründer möchten mit ihren Kräutern das Wohlbefinden von Menschen fördern. Sehr cool. Die Teebeutel sind aus Biofäden und die Verpackungen
werden mit Pflanzenfarbe gedruckt. Eines meiner Lieblingsprodukte, weil ich Peanut Butter liebe, ja, also Erdnussbutter, das ist jetzt crunchy mit kräftigem Geschmack und da sind drin 99,1% Erdnüsse und 0,9% Meersalz. That's it. Ich weiß, dass die total gehypt sind. Das ist jetzt die erste Butter, die ich davon probiere. Aber ich nehme das auch einfach gerne. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich das einfach wahnsinnig gerne auch als Brotaufstrich, als Butterersatz nehme. Ja, ich nehme das früh zum Frühstück unter meiner Marmelade oder unter meinem Honig. Und ja, deswegen freue ich mich darauf. Oder darüber. Wie gesagt, die Marke wollte ich eh schon lange mal probieren. Dann gibt es Snack Bites. Hatte ich vorhin euch schon verraten, dass ich ein Foodie bin, der gerne snackt. Und Apfel, Zimt, genau. Christmas all year round. Walnüsse sind auch drin. Die wollte ich auch schon probieren. 100% natürlich und glutenfrei. Denn die werden auch total gehypt und deswegen, ja, wollte ich die unbedingt testen. Sind auch schön klein, passen somit in der Handtasche und die machen wahrscheinlich auch sehr, sehr gut satt. Dann haben wir hier Nuts and Seeds, also Nüsse und Samen. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, von Boundless. Sind eben besonders verträglich für den menschlichen Körper. Da die verfeinert sind. Cool, da freue ich mich. Auch eine kleine Packung, super für unterwegs zum Snacken. Und auch ein richtig geiles Crunchy Müsli. Ich dachte zunächst, das ist so eine mini kleine Packung, aber die ist richtig schwer. Also da ist gut was drin. Ich habe mir zuerst gedacht, wow, krass, das ja Müsli oder Cornflakes, ja, das kennt man ja alles auch als Kind. Jeder hat Kellogg's gegessen. Aber die sind tatsächlich ohne Zucker. Das ist richtig geil. Und da freue ich mich auch. Übrigens spenden die auch 10 Cent an Projekte für nachhaltige Wirtschaft, Landwirtschaft. Das war schon die Box. Was heißt schon? Da ist ja echt viel drin. Und das Abo kostet 29,99 Euro. Genau. Oder wenn ihr jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr abschließt, dann wird die günstiger. Und die wird übrigens jeden zweiten Monat geliefert. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.